Guck mal, aber Präzision ist da. Ja? Wobei, ich sag mal so. Naja. Sag mal so, ja. Würfel ist es nicht. Hm? Perfekt, so wird's was. Gute Eintracht-Fans, es ist soweit. Eine weitere Folge Eintracht kocht, präsentiert von Depot. Ich habe keinen geringeren bei mir heute als den Sportvorstand Markus Krösche. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Spaß mitmachst. Ja. Es steht ja Weihnachten an, wie man sieht an unseren Mützen. Wir können die auch mittlerweile abziehen, die sind einfach zu warm. Das haben wir echt für euch gemacht, das muss man mal dazu sagen. Ganz schön warm. Die sind ganz schön warm, ja. Es steht Weihnachten vor der Tür. Mhm. Jetzt haben wir über Weihnachten gesprochen und jetzt ist ja so, du als gebürtiger Hannoveraner hast trotzdem gesagt, ja, bei uns ist klassisch Heiligabend, gibt's eine Gans. Ja, das hat sich irgendwie so entwickelt über die Jahre. Jetzt die Gans würde wahrscheinlich die Zeit sprengen, aber bei uns zu Hause wird dann immer ganz gegessen. Ja, aber machst du die dann auch selber oder hast du... Nee, ich kaufe sie selber. Ja, da sind wir nämlich schon bei den... Ja, das ist ich bestelle sie noch nicht mal selber, ich kaufe sie nur. Okay, also du besorgst die Gans und die wird dann zu Hause zubereitet? Nee, auch nicht. Also wir kaufen die von extern, weil... Weder meine Frau noch ich, glaube ich, sind in der Lage, eine vernünftige Gans zu machen. Das ist gut für Menschen wie mich, weil ich verkaufe solche Gänse tatsächlich an Menschen wie euch. Das ist hervorragend, ja. Nein, also deswegen ist ja die Frage, weißt du, so versuche ich ja irgendwie so abzuchecken, wie sind denn deine Kochskills überhaupt? Ich würde sagen, sehr einfach. Also ich kriege Nudeln mit Ketchup hin. Oh ja, ja, ja. Spiegelei, Rührei geht und dann wird die Basics. Genau, dann wird schon schwierig. Also ja, wenn es jetzt so um Steak geht, ich meine, grillen, das geht. Mhm. Das habe ich mittlerweile, kriege ich einigermaßen hin. Aber so kochen an sich, ehrlicherweise, sehr schwierig. Das kann sich als Kerl ja auch nicht nehmen. Gut, dann wäre es geil, wenn du schon mal so mit den niederen Arbeiten anfangen würdest. Okay. Ich habe dir hier ein scharfes Messerchen hingelegt. Okay. Hast du schon mal eine Pellkartoffel gepellt? Ja. Ey, dann brauchst früher du schon öfter, ja, aber ist schon lange her. Okay, dann, wir können ja mal die erste zusammen machen, okay. Wenn du magst, ja. Wir nehmen uns Trick. Genau, ich habe die schon mal vorgekocht, ne? Okay. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass man einfach nur mit dem Messerchen die Haut von der Kartoffel abzieht, ne? Einfach so abziehen. Und da reinschmeißen? Ja, genau, ich habe die nämlich sehr gut vorgekocht, weil wenn die sehr gut vorgekocht sind, dann kann man die auch sehr einfach runterziehen, ne? Du kennst das vielleicht bei einem Hühnerei vom Frühstück. Manche lassen sich gut pellen, manche nicht. Musst du das immer früher machen, bevor wir die gekocht haben? Die Eier pellen? Nee, nicht die Eier, die Kartoffeln. Die Kartoffeln. So, ja. Die Eier, die mache ich mal blöd gewesen. Ja, das ist tatsächlich der Unterschied. Kartoffeln. Hast du schon mal Eier gepellt, bevor du gekocht hast? Probiert habe ich es ja, aber es funktioniert nicht. Kannst du dir versichern. Ja, nicht zu Hause nachmachen, bitte. Ne? Also das Ding ist tatsächlich, die Pellkartoffel heißt so, weil man sie im Nachgang pellt. Und die Kartoffeln, die du geschält hast vor dem Kochen, das wären ganz normale. Meine Mutter hat sich mal darüber beschwert, dass sie die zu klein geschnitten haben. Ja? Also wir brauchen es heute schön klein. Das Ding ist aber, wenn du die schälst, ne, und schälst zu viel ab, dann hast du natürlich Pommes geschält. Genau, das meine ich. Ich habe mich beschwert darüber, ich habe das immer gemacht. Heute gibt es da ganz tolle Werkzeuge für, die nennen sich Sparschäler. Naja, das gab es zu der Zeit zumindest nicht. Meine Oma hat das auch nur zum Kneipchen gemacht, die konnte das viel schneller als ich. Aber gut, ich würde sagen, wir pellen die jetzt hier immer zusammen und die Zuschauer brauchen uns dabei, glaube ich, gar nicht mehr zugucken, oder? Ich glaube, das ist relativ eintönig. Gibt nämlich gleich noch viel schönere Sachen für dich zum Schnippeln. Okay. Ja. Sehr gut, bin gespannt. Das sieht hervorragend aus. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Applaus wert. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, einen Daumen nach oben, weil ein Sportvorstand, der so geil Kartoffeln schält. Und so schnell. So schnell und präzise vor allem, ja? Genau. So, jetzt gebe ich dir auch mal so ein schönes Messer. Okay. Und jetzt zeige ich dir mal, was wir brauchen, ja? Und zwar schneiden wir die so in, vorsichtig, ne? In Scheiben. Und ich habe diese Kartoffeln hier, das sind festkochende Kartoffeln. Das merkst du gleich schon beim Schneiden. Und schau mal, ich mache das auch nicht so super genau. Es gibt verschiedene Sorten Kartoffeln. Eine sind mehlig kochend, andere vorwiegend festkochend und es gibt festkochende Kartoffeln. Und für einen Salat benutzt man eine festkochende Kartoffel. Liegt am Stärkegehalt, den die Kartoffel hat. Okay. Und ja, so werden die unterteilt. So. Okay. Also ich schneide jetzt einmal genau so wie du, ne? Genau, du schneidest erstmal in Scheiben, richtig. Schön auf die Finger aufpassen, die Depotmesser, die sind super scharf. Puh. Das ist so mal. Das ist das, was wir wollen. Guck mal. Okay. Ja, schon zu fahren. Bin ich noch weit von entfernt, Blumen? Nein, gar nicht. Viel besser als meine. Guck mal, präziser geschnitten als meine. Schau hin. Und jetzt? Ja, jetzt nimmst du mal so zwei Scheibchen weg davon. Zwei. Oder erstmal eins. Einmal eins. Und dann schneiden wir es nochmal. Der Länge nach. Perfekt, ja. Schön auf die Finger auf. Ja, sehr gut. Aber das Ding klebt ja. Ja, das sind diese mehlig kochenden Kartoffeln, beziehungsweise vorwiegend festkochenden oder festkochenden Kartoffeln. Ja. Wie war das nochmal? Das sind die festkochenden. Deswegen hängen die so ein bisschen am Messer rum. Okay. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Dann drehst du das einmal, 90 Grad, glaube ich, sind das. Ja. Mhm. Und dann haben wir schon die schönsten Würfel, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Guck mal hin. Siehst du? Ja, komm, das ist Understatement. Das hast du schon mal gemacht, das sehe ich. Komm. Hervorragend. So, ja. Gehen wir ein bisschen zusammen. Jetzt weißt du, was wir zu tun haben hier. Okay. Und dasselbe machen wir gleich noch mit der Gork.
Und wir machen dasselbe noch mit der Fleischwurst. Ja? Auch im Würfel schneiden? Absolut, Würfel? Genau. Ja, ja. Wenn das nicht alles aber gewürfelt ist. Aber kann ich jetzt zwei übereinander nehmen, ja, oder? Genau, das kannst du machen. Wenn das alles gewürfelt ist, dann hast du nachher ein schönes Schnittbild und schon sieht das Essen viel professioneller und besser aus. Aber wo wir hier so schön am Schnippeln sind, ne? Jetzt haben wir die Kochskills ja schon so ein bisschen abgeklopft bei dir. Mhm. Aber was sind denn so deine Lieblingsgerichte, wo du sagst, ey, da werde ich richtig schwach? Ich habe ehrlicherweise gar nicht so wirklich viele Lieblingsgerichte. Das sage ich auch immer. Ich esse eigentlich relativ, eigentlich alles. Also okay. Ich mag sehr gern Fisch. Ja, sehr schön. Ja, eigentlich so querbeet. Also ich esse auch Pizza, ich esse Nudeln, also ich esse eigentlich alles. Okay, aber schon so mediterran dann auch, oder? Ja, also ich bin jetzt nicht so, wenn es so fettig wird, dann bin ich irgendwie raus. Ah, also, Mayonnaise? Ja, genau. Ja, einmal ist ja, aber die ist ja, ja, aber die ist ja nicht so fettig. Nee, kaum, das sind 80% Fett drin. Ja. Der Rest ist halt Ei, aber auch gutes Zeug, ne? Nee, aber ich bin echt völlig entspannt. Also bei mir gibt es nichts, was ich nicht esse. Das Einzige, was ich nicht, obwohl doch, stimmt, Ziegenkäse mag ich nicht. Ey, Dick, ich sag dir was jetzt. Ne? Und Gorgonzola. Ey, Gorgonzola, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja? Den gibt es ja in verschiedenen Reifegraden auch, ne? Aber das finde ich schon hart. Aber was ist denn da mit Handkäse? Handkäse wiederum mag ich. Oh, sehr gut. Weil ich habe in der Bildzeitung gelesen, älterer Artikel. Weil ich lese immer Bildzeitung vorher, weil da kriegt man die privaten Hintergrundinfos über die Gäste. Ja, das war. Ja. Da steht alles da, drin. Da hast du gesagt, beim Äppler fühlst du dich wohl. Ja. Aber beim Handkäse muss noch üben. Nee, aber so, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich esse das aber mit Musik. Halt. Ja, ja. Ich habe das am Anfang falsch betont. Musik, habe ich mir gesagt. Da habe ich gesagt, nee, das heißt Musik. Ja, so Musik, ja. Genau. Ja, ja. Nee, das esse ich schon. Okay. Und das schmeckt. Apple Boy ist auch gut, also es geht. Ich kann es jetzt nicht jeden Abend trinken, aber es passt dann schon. Das heißt, du trinkst jeden Abend? Nee, deswegen sage ich, ich kann nicht jeden Abend. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, klar. Ja, ja. Nein, ich habe gedacht, jetzt könnte man noch einen rausholen bei dir, aber nein. So weit ist es noch nicht. Okay, okay, okay. Noch nicht nötig, sagst du. Nee, genau. Das ist gut. Aber gut, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal mehr als manch anderer kann, weil beim Handkäse tun die meisten sich schon schwer. Ja, ehrlicherweise ist also. War auch am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber ja. Ich finde so, das ist wie bei Sushi zum Beispiel. Wenn du Sushi isst, ja. Beim ersten Mal weißt du nicht, wie es ist. Beim zweiten Mal oder dritten Mal merkst du eigentlich erst, ob es dir schmeckt oder nicht schmeckt. Und das ist bei Handkäse finde ich auch so. Ja, ich verrate dir was über Sushi. Die Hälfte davon, ne? Hier, ziemlich genau, ist Sushi. Bitte? Ja, es ist Sushi. Das besteht aus Sushi hier. Was? Die Hälfte? Ach so, bei dir. Das ist kein Witz. Ja? Ja. Also ich mag das auch gerne. Das ist wirklich bitter. Aber mittlerweile finde ich es manchmal so ein bisschen die Variation, die es im Sushi mittlerweile gibt, ist halt dann schon ziemlich strange. Man muss sich halt überlegen, will man es klassisch japanisch? Aber zum Beispiel, wir waren jetzt in Japan und da muss ich sagen, da war es wirklich. Hab ich mitbekommen, ja. Genau. Das ist, war dann wirklich total, also ja, auf das Wesentliche konzentriert. Und in Deutschland ist das Sushi irgendwie, ja. Fancy shit. Total, mit genau. Und unfassbar viel Farben und so eine Sache. Wenn die könnten, würden sie LED-Ketten dranhängen. Ja, genau. Und da muss ich echt sagen, also ich wusste gar nicht, dass es so ist. Ich dachte, das wäre alles, das Sushi, was wir essen in Deutschland, ist das gleiche Sushi, was die Japaner essen. Aber das ist völlig anders. Nein, nein, das ist vollkommen anders. Und es ist einfach auch runtergebrochen auf sehr gute Zutaten, ne? Ja. So wie bei uns heute. Total. Ja? Guck mal, wie wenig Zutaten und es wird so ein gutes Ergebnis werden. So, komm mal her, Gürtchen. Also erstmal müssen wir mal betonen, ne? Also diese geilen Schüsseln und so weiter, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, dass es bei euch zu Hause auch so geil aussieht, den kann ich euch nicht besorgen. Aber wenn ihr Bock drauf habt, auf diese Schüsseln, es ist hier unten in der Videobeschreibung ist ein Link drin zu Depot. Und alles, was ihr hier seht und was wir heute verwendet haben, könnt ihr euch bei Depot gönnen. Sieht geil aus und gerade zu Weihnachten brauchen wir ein hübsches Geschirr auf dem Tisch. Vollkommen richtig. So, Gürtchen. Kannst du dir denken, wie die aussehen soll? Also ich würde es mir ähnlich machen wie die Kartoffel. Sehr guter Ansatz. Das machen wir jetzt. Okay. Ja, dann haben wir diese Handkäse-Musikfrage geklärt. Guck mal, weißt du, was mich auch immer wundert? Hm. Die Leute interessiert es tatsächlich. Ja, jetzt kommt er da aus Paderborn über Leipzig hierher und alle wollen wissen, was er isst. Was er isst. Ja, aber warum denn? Ja, ist das so Schubladendenken? So ist das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist das Pro-Handkäse, Anti-Handkäse? Genau, hat er das Potenzial, Eschler Frankfurter zu werden? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So ist das, ne? Leute, schreibt mal unten rein, warum das eine wichtige Frage ist. Mich interessiert es zwar auch. Müssen wir alle machen? Ja, nur ein paar jetzt. Ne? Also. Ja, du musst einen Stopp sagen. Ja. Wenn ich einmal hier in so einem Schneideflash bin. Wenn du voll in Rage bist, sagst du? Das wird auch ein bisschen schneller als mit der Kartoffel, merke. Guck mal, aber Präzision ist da. Ja? Wobei, ich sag mal so. Naja. Sagen wir mal so, ja. Würfel ist es nicht. Ne? Nee, ist, aber ein rundes Wobei, Gemüse. Wobei, das geht aber nicht. Ein ja. Gemüse ist Würfel. Ein rundes Gemüse in Ecken, immer schwierig, ohne viel wegzuschneiden. Ja? Und schau mal, ich glaube, das reicht schon fast. Ja. Mach die Meinung aus der Handy. Ja, das ist perfekt. Das muss ein ausgewogenes Verhältnis sein zwischen Gurke, Kartoffel und welchem Verhältnis? Ja, ein ausgewogenes. Das muss gut aussehen. Ja, guck mal, wenn wir es jetzt hier reinwerfen, siehst du schon, es ist ja ein Kartoffelsalat. Ja. Andererseits, wir könnten natürlich auch einen Gurkensalat mit Kartoffeln machen. Aber das wäre der falsche Ansatz. Das wäre der vollkommen falsche Ansatz für Weihnachten. Zwiebelwürfel. Toll. Wir machen da noch eine halbe frische Zwiebel mit rein. Frage mich nicht, warum, aber Oma hat es so gemacht. Ja, wir schneiden zwar beide, damit du weißt, wie es geht. Aber wir benutzen nur die halbe, okay?
Also, Zwiebel hat hier hinten eine Wurzel. Okay. Geht nach hinten und dann gehst her und schneidest hier erstmal nicht bis ganz hinten durch, so ein paar Streifen rein. Genau, Norden, Süden. Perfekt. Das sieht hervorragend aus. Bisschen dünner? Ja, das ist perfekt. Ich mag nie über dünn reden, wenn ich dabei bin. War nicht böse gemeint. War nicht persönlich gemeint. Ich kann damit umgehen. Ja? So. So, sehr schön. Dann drehen wir wieder. Nee, jetzt pass auf, wo die Finger, ne? Mhm. Jetzt setzen wir das Messer hier drüben an und schneiden einmal der Länge nach. Nein, und pass bitte auf, sonst haust du es dir in die Finger. Hast du gesehen? Ich habe es jetzt ganz durchgeschnitten. So? Soll aber nicht sein. Ja, genau, perfekt. Mit wenig Druck, perfekt. Und nicht ganz durchschneiden, so wie ich. Mhm. Stopp. Okay. Sehr gut. Und jetzt setzt du das Messer wieder oben an und dann mit leichten Bewegungen werden das dann würfeln. Guck mal. Siehst du das? So? Ja. Ja. Ah. Vorhin, ich meine Augen tränen gar nicht. Nee, weißt du warum? Scharfe Messer. Ist das eine Gemüsezwiebel? Ja, es hat aber auch damit zu tun, ob du scharfe Messer hast. Ne? Wenn du jetzt hier dran riechst, ist das gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, weil das ist halt wirklich damit zu tun. Also stumpfe Messer führen dazu, dass du weinen musst. Okay. Ja? So, das reicht uns schon. Perfekt. Gut. Der fliegt in die Gemüsebrühe später. Okay. Dafür kann man diese Sachen sehr gut aufheben. So, jetzt schauen. Jetzt gibt's hier. Eine halbe? Ja, komm, ein paar noch. Okay. Bin Zwiebeltyp drauf? Ja, ja, dann komm. Hopp. Ja, nee, ne? Willst du nicht? Ja, aber richtig. Du stehst auf Zwiebeln? Ja, aber. Ja, rein damit. Ja, guck mal, wer war mal die Hälfte? Die Hälfte nochmal. Ja, nicht überdrehen. Okay. Genau, auch so ein Kompromisstyp. Genau. Aber ich neige auch zum Größenwahn. Also muss man auch dazu sagen, aber, ja? So, dann die Zwiebeltechnisch stimmt's. Ja, komplett, ja? Komplett. So, warte. Rein damit. So, mein Lieber. Jetzt geht's um die Wurst. Fleischwurst. Mhm. Du stehst auf deinem Speiseplan. Ja. Tatsächlich. Auch in der Zeit als Profi schon, oder? Ja, also ich habe als Profi, sagen wir mal, nicht so wirklich professionell gelesen, sehr lieberweise. Was soll mir das so laut sagen? Darf ich das verraten? Ja, die Wahrheit leider. Ja, der Erfolg gibt dir recht, ne? Aber, ja. Naja. Ich hatte immer Probleme mit meinem Gewicht. Aber bei mir ist das grundsätzlich so. Ja, das kenne ich jetzt. Wenn ich an so einer, wenn ich an so einer Chipstüte vorbeigehe, habe ich schon ein Kilo mehr. Das ist halt das Problem. Und so gerade so Fleischwurst. Dafür bist du aber... Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja? Also jetzt bin ich ein bisschen disziplinierter. Ja, das ist cool. Ja, vielleicht. Abziehen das Ding jetzt? Ja, genau, die Haut muss runter. Perfekt. Und dann kannst du dir vielleicht schon grob vorstellen, was ich damit vorhab. Ja? Würfel schneiden. Ja, bitte. Das hab ich gelernt, ne? Bitte. Ja, es geht auch flott bei dir. Ja, und dann schneiden wir das hier auch wieder in Würfelchen. So, jetzt machen wir, wie machen wir es jetzt? Pass auf, so? Nee. Nee, ich hab nochmal, genau, du nimmst den über die Scheiben runter, quasi so wie bei der Kartoffel. Mhm. So, dann schneidest du sie nochmal der Länge. Okay. So wie ich hier, guck mal, Streifen, so lange. Okay. Mhm. Und dann gehst du her und dann schneidest du wieder schöne Würfelchen. Aber Leute, guck mal, ich stelle euch mal die Schüssel hier auf die Seite, dann seht ihr das doch viel besser, ne, was wir hier treiben. So. Ja, bei Fleischwurst ist es ähnlich wie mit der Zwiebel. Ein ausgewogenes Verhältnis, auch zur Gurke. Aber ich finde ja, Fleischwurst, ja, das muss halt schon sein. Ne? Also, da hat meine Oma auch nie gespart. Man sieht's. Fleischwurst ist das Schwein eigentlich, ja, ne? Ja, das ist Schwein tatsächlich. Ne? Da gibt es auch Geflügelfleischwurst, ne? Also, für die Menschen, die auf Schweinefleisch verzichten wollen, können das natürlich über eine Geflügelfleischwurst ersetzen. Gibt es natürlich auch die Option nachher, die Würstchen dazu. Die kann ich ja auch schon mal hier rüberholen. Dann können wir ein bisschen über Wurst reden. Mhm. Welche dieser Würste würdest du denn auf Anhieb erkennen, die da drauf liegen? Wiener Würstchen? Fast, ja. Was ist denn? Wo sind wir in? Ach klar, Frankfurt. Wer ist denn Frankfurt? Aber ich dachte, Frankfurt-Würstchen sind die kleinen, die gegrillten. Ja, nee, leider nicht. Also das ist so, guck mal, das hier ist eine Wiener Wurst, aber eine stattliche. Ja, okay. Ja? Und das hier ist ein Pärchen Frankfurter Wurst. Das ist Frankfurter Würstchen. Das ist auch, man kann das auch schon riechen tatsächlich. Ne? Die Frankfurter Würstchen, die haben, Spaß beiseite, die riechen anders. Als die sind alle geräuchert, ne? Das ist Brühwurst. Aber die ist wirklich, kannst du das riechen? Aber ey, die Wahrheit oder? Ja, die Wahrheit. Riechst ja, du? Total. Ja. Ja. Guck mal, das Ding ist tatsächlich, wenn diese Hälfte Sushi ist von mir, ne, ja, ist die andere Hälfte auf jeden Fall Wurst. Ja? Das, deswegen, ich bin richtig, ja auch. Auch. Aber ich mag natürlich auch diese anderen Würste. Also hier diese dicken Wiener. Mhm. Dann die Frankfurter, das sind auch Frankfurter. Und sowas hier, das kennt man ja auch in Richtung Pott. Das ist eine Bockwurst. Stimmt. Ja. Das ist aber eine Bockwurst, ne? Und das? Das ist natürlich extrem wichtig hier bei uns. Das ist eine Rindswurst. Ah, okay. Ja? Frankfurter Rindswürstchen sind ja schon mal untergekommen? Ja, die sind gut. Ja? Lecker. Mit Senf dazu, ne? Mhm. Das ist ein Hochgenuss. Und ich habe mir gedacht, ich habe hier keine Ahnung, auf was du so stehst, was Wurst betrifft. Ich bin da völlig frei. Ja, dann machen wir einfach alle. Mein Vorschlag wäre, wir behalten das hier über, ja, damit das Verhältnis wieder stimmt. Und pack uns dann schon mal hier irgendwie so ein bisschen was ins heiße Wasser. Okay. Ja, das habe ich jetzt hier nur so auf 2 von 10 stehen. Weil Würste, die sollen nicht wirklich über 60 Grad haben, weil sonst platzen die im Darm. Ne? Okay. Deswegen, auch wenn man es eilig hat und wenn man Hunger hat, trotzdem ganz klein, langsam, dafür ein bisschen länger. Ne? So, schauen wir hier. Mhm. Jetzt gibt es wieder einen Berg Wurst.
Also die Schüssel ist schon so voll, weil ich kann sie gerade noch mit einer Hand halten. So. Sieht gut aus. Ja, genau. Und wenn wir jetzt mal rühren, dann können wir ja jetzt schon mal checken, ob wir ein ausgewogenes Verhältnis haben von diesen anderen Zutaten, die da so reinkommen, zu Kartoffeln, weil es soll ja immer noch ein Kartoffelsalat sein. Ja. Und so auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist ganz solide, oder? Ja. Und jetzt kommt es natürlich, ne? Es wird nicht anders gehen. Alles? Ja. Geil. Geil. Ja, hast du. Was? Das machst du nicht so häufig, das weiß ich. Das sehe ich. Okay, Michael, ja. Pack mal da rein. Alles kommt da rein? Alles da rein. Ja. Mayonnaise. Ja. Ja, es ist aber, weißt du, nachher, wir werden das Ganze jetzt so ein bisschen lockerer und leichter gestalten noch. Die Leute werden sagen, oh mein Gott, so viel Mayonnaise. Aber wir machen uns ein bisschen Gurkewasser dazu. So sagt man Gurkewasser. Gurkewasser. Okay. Ja, weil du brauchst natürlich auch so ein bisschen Säure. Mhm. Und da gibt es hier noch einen guten Schluck Gurkewasser. Mhm. Das macht's aus. Vielen Dank. Den nehmen wir zum Rühren gleich. Okay. Soll ich jetzt schon rühren? Ja, kannst du auch. Aber weißt du, beim Rühren, ne? Das musst du mit Gefühl machen. Okay? Wir wollen sie nicht kaputt machen, weißt du? Schön mit Gefühl. Als Spieler hatte ich früher nicht so wirklich Gefühl. Ja, aber jetzt mach's einfach wie zu Hause. So ein bisschen locker, leicht. Weißt du? So. Und ich fange nebenbei an, hier so ein bisschen zu würzen. Weil da muss natürlich Salz dran. Mhm. Ja, obwohl die Mayonnaise natürlich schon ein bisschen gesalzen ist. Das machst du übrigens sehr gut. Ich mag einfach, dass du auch nach Vorgabe arbeiten kannst. Ja, das geht. In der Voraus. Vorhin gerade in einem Bereich, wo ich mich nicht auskenne. Siehst du? Haben wir es doch. Ja. Sieht das geil aus jetzt schon? Total, ja, sieht gut. Ja, finde ich auch. Aber wie wär's denn, wenn wir gleich noch ein bisschen Schnittlauch oben drauf machen? Ich hatte hier noch einen Schnittlauch rumstehen. Ah, wo ist er? Da ist er. Guck mal her. Ja, perfekt. Den kannst du jetzt so? Ja, genau. Mal kurz an die Seite stellen. Dann werden die Würste warm. Und wir besorgen uns hier noch so ein bisschen Schüssel. Mhm. Frisch aus dem Topf. Und den schneide ich dir jetzt nochmal hier in feine Streifen. Aber guck mal, jetzt hast du die große Chance, ne, dass wir nicht immer nur die auf den Keks gehen hier und dich ausfragen. Jetzt hast du die große Chance, was du über Restaurants, über Köche, über die Gastronomie schon immer wissen wolltest. Fragst mich. Wie oft hast du dich geschnitten, bis du das so hingeredet hast? Ja, mich heute noch manchmal. Ja, klar. Wenn du nicht aufpasst und nicht hinguckst. Aber das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wenn du versuchst, schönen Schnittlauch zu schneiden, also nicht so Ochsenzähne wie ich hier, ne? Das hätte mir mein Chef gesagt. Aber du machst es jetzt ja langsam, aber du machst es schneller. Viel schneller, ja klar. Aber das kommt ja über die Präzision, wie ich schon gesagt habe, tatsächlich. Mhm. Du versuchst es erstmal ordentlich zu machen und dann machst du schnell. Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Das ist ganz schwer. Wir haben mich darauf geeinigt, wann immer die Community mich das gefragt hat, habe ich immer gesagt, was soll das letzte Essen sein, das ich esse? Weil ich habe wirklich sehr viele Lieblingsessen. Ja, ich bin Profi-Esser, wie du siehst. Und, ja, aber das letzte... Mal drauf. Ja, nee, kaum. Ne? Aber das letzte Essen, was ich haben möchte, ist Nudeln mit Hashi. Kennst du Nudeln Hashi? Hast du das schon mal gehört? Nein. Das ist hier sehr verbreitet. Das ist eine dunkle Hackfleischsoße. Erinnert entfernt an eine Bolognese, hat aber nichts damit zu tun. Es ist einfach nur Hackfleisch, Zwiebeln und eine dunkle Soße daraus gekocht. Über Spiralnudeln und dazu ein Gurkensalat mit Schmand von meiner Frau. Ja, das soll mein Essen sein. So, wir machen jetzt hier mal fertig. Ja. Du musst es gleich warm. Und ich würde sagen, dann ziehen wir auch schon mal um und gehen gleich was essen, oder? Sehr gerne. Hervorragend, schon begeistert. Sieht gut aus. Lieber Markus, jetzt sitzen wir hier und schau doch mal, wie schön der vor uns unseren Tisch hergerichtet hat. Sehr gut. Ja, toll. Also, ich habe es gerade schon mal off-camera gesagt. Dieser Salat sieht tatsächlich aus, original wie bei meiner Oma. Und es bedeutet mir wirklich viel, dass ich den heute servieren darf. Ja? Du mir oder ja, ich ja, klar. Dir? Ja, wir haben es ja zusammen gemacht, ne? Aber okay. dass ich dir das heute, also du servierst den mir, ne? Aber dass ich das heute mit dir hergebracht habe, das stimmt mich freudig, ne? Weil Weihnachten ist ja besinnlich auch. Stimmt, ja, ja. Stimmt. Also ich nehme mal so ein Löffelchen da. Okay. Großen oder kleinen? Ja, die Frage erübrigt sich jetzt, ne? Ja? Warte, hast du goldenes Salatsteak? Ja, habe ich extra organisiert. Abgehoben. Ja, habe ich extra organisiert. Abgehoben, danke schön. Nur für dich. Ja, ich weiß, danke schön. Ich mach mir auch mal, ne? Ey, du darfst selber, ja. Und ich habe aber hier die Wurstgewalt tatsächlich aktuell. Warte. Und da schieben wir mal die wunderschöne Dekoration ein bisschen auf die Seite, weil ich finde, so eine Wurst, so ein Wurststillleben, das kann auch mal für sich sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt ist die große Frage, guck mal, Ketchup oder Senf-Typ? Senf. Ich auch. Vorhin bei dem Whisky. Ja, Whisky-Senf. Komm, machen wir drauf, ja. Schafft ihr Löffel? Ja. Viel oder wenig? Ja, mach mal ruhig ein Löffelchen, ja. Ein Löffelchen geht schon. Der ist auch nicht so brutal scharf. Ne? Nee, das ist schon gut. Der untermalt den feinen Frankfurter Waschi-Geschmack. Ja, super, super. Aber, lieber Markus, jetzt ist es doch wieder soweit. Ne? Die Frage stellt sich, was essen wir denn? Frankfurter, Wiener oder... Ich würde Frankfurter nehmen. Ah, ja, ich auch. Aber das ist immer ein Paar, deswegen nehme ich das. Ja, das hast du gesagt, eine Hälfte ist Frankfurter. Exakt, ja, und die andere Hälfte ist Sushi. Ich fange mal Sushi. Also, greif zu, mein Lieber. Mit der Hand? Ja, klar, mitten rund und rund. Ja, ganz pragmatisch, ne? Einfach schon mal geteilt und jetzt bin ich wirklich gespannt. So, gut. Guck mal, hier, Kamera. Guck dir das an. Guck mal, das Lächeln. Ja, der Mann ist Ästhet. Das sieht man einfach. Goldenes Besteck. Ja. Weißt du was? Weißt du, ich durfte das früher nie, deswegen machen wir das heute. Was denn? Vorm Essen was trinken.
Na nee, klar, hast du gesehen hier? Eintracht Pepsi Max. Ah, doch. Sehr gut. Special Edition, geiles Zeug. Nicht schlecht. Will ich unbedingt haben. So. Ja? Ja, ja. Ins Wasser jetzt? Nee, gar nicht. Einfach so aus der Dose, wie ich das gehört. Ja. Prost. Einfach gut. Ja, zum Wohl. Top. Und vor allem hübsch ist er. Das ist das Wichtigste dabei. Total. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich lasse mich auch von dir gar nicht ablenken jetzt. Ich kriege jetzt hier meinen Frankfurter Würstchen-Moment. Ja. Erstmal das Würstchen mit dem kleinen Whisky-Sinn. Und merkst du, wenn du jetzt so eine festkochende Kartoffel hast, ne? Natürlich hervorragend geeignet für so einen Salat. Sie hält die Form, es wird nicht matschig. Und durchs Gurkewasser ist die Mayonnaise ja kaum noch zu spüren. Stimmt. Wir haben Schnittlauch dran gemacht. Das ist ja Gemüse. Gurken sind auch Gemüse. Eigentlich ist das ein Gemüsesalat. Kartoffeln sind auch Gemüse. Stimmt. Das ist ein Gemüsesalat. Ja, ja, eigentlich schon. Also toll. Kann durch den Gurkensaft. Ja, nee, ist es eigentlich weg. Ich würde sagen, wir polieren das jetzt weg. Vielleicht geben wir dem Kamerateam auch noch ein Löffelchen ab davon. Das ist ja genug geworden. Okay, ja, man weiß nicht genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Markus, erst noch wirklich, wirklich, wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du den Scheiß mitgemacht hast mit uns. Ja. Ja. Du hast dich sehr gut geschlagen. Ich habe versucht, dich so ein bisschen in Schwierigkeiten zu bringen. Ist mir nicht gelungen. Ja? Also von daher bin ich ganz glücklich mit dem, wie es heute gelaufen ist. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, aus welchen Gründen auch immer, ja, abonniert mal den Kanal. Es kostet nämlich nichts und schmeckt gut. Und gebt uns einen Daumen nach oben und auf jeden Fall fetten Applaus für Markus Kirsche, dass er sich hier heute dieser Situation ausgesetzt hat. Ja? Markus, jetzt noch berühmte letzte Worte. Danke, reicht. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Prost. Perfekt, so wird's was.